Hallo, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar folgendes, ich habe die letzten Tage ein bisschen weniger Videos gemacht, aus dem Grund heraus, weil ich selber jede Menge Material farmen muss für die ganzen Waffenmodifikationen und von daher bin ich da mit dem Video ein bisschen kürzer getreten. Ich habe wieder ein bisschen was zusammen. Ich meine, wer in Facebook so verschiedene diverse Gruppen ein bisschen verfolgt, der wird da feststellen, ja, dass ich sehr viele Farmbaustellen, also sehr viele Baustellen bei den Modifikationen habe, von dem her, ja, gehört ein Haufen Holz dazu, also Holz in dem Form Material gemeint. Und von dem her, ich habe auch wieder mal einen Mod fertig und in der Sache jetzt ist es das Hackmesser und zwar voll ausgebaut mit taktischer Klinge und Jagdgriff und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, na, da wollen wir uns mal angucken. Ich habe ja quasi das Fleischerbeil oder das Hackmesser oder wie es heißt, habe ich ja schon, das taktische Fleischermesser habe ich ja quasi schon fertig. Und dann wollen wir natürlich mal die Sache noch mit dem Jagdgriff quasi auf den Höhepunkt seiner Modifikation treiben. Machen wir natürlich den Jagdgriff mal fertig. Ich habe da auch schon mal zwei Hackmesser quasi, zwei Hackmesser vorbereitet, weil wir machen ja einen kleinen Testlauf, um zu sehen, was das Hackmesser kann. So, modifizieren wir die zwei guten Stücke erstmal. Sieht das nicht edel aus? Und ihr seht auch oben die Werte, also Schaden legt eine gute Ecke zu. Kritische Chance ist natürlich jetzt dann dementsprechend auch gegeben. Vorher gab es ja keine kritische Chance. Und natürlich nimmt dann, wenn man die kritische Chance hat, auch der kritische Schaden zu. BZW eben, wir können überhaupt mal kritischen Schaden austeilen. Reichweite bleibt die gleiche, die Geschwindigkeit steigt. Also ich kann euch jetzt schon sagen, in dieser Form und Kombination von dem Hackmesser, muss ich ganz ehrlich sagen, das Ding ist so scheiße schnell. Der Wahnsinn. Ihr werdet es gleich sehen. Gewicht hat sich natürlich nicht verändert und die Haltbarkeit hat sich gesteigert. Und ich muss sagen, ich sieht irgendwie ganz schön gut aus, wenn man mal betrachtet. Ne? Standard-Hackebeil. Taktische Klinge und ein Jagdgriff dran. Das kommt schon echt fett, muss ich sagen. So, rüsten wir uns mal damit aus. Das zweite legen wir hier auf Reserve und dann würde ich sagen, drehen wir mal eine kleine Proberunde mit dem guten Stück. Und ich würde sagen, wir machen mal zum Spaß den gelben Wald. Oder ein gelbes Gebiet. Das wäre jetzt in dem Form auch erstmal egal, was wir da machen. Einfach nur mal zu sehen, ich habe jetzt zwei Stück dabei. Zwei volle. Einfach mal gut, meine Rüstung taugt im Moment nicht viel, ist aber jetzt auch gerade nicht so dramatisch. Weil wer gut austeilen kann, muss ja auch nicht viel einstecken. Laufen wir mal schnell hin. Ich meine, zur Not Holz bräuchte ich eh, das könnte ich dann im Nachgang noch abfarmen. Aber so wollen wir jetzt erstmal gucken, was so gegnertechnisch geht mit diesem sehr günstigen Hackebeil oder Hackmesser, weil es kostet euch ja an der Herstellung lediglich 5 Eisenbarren, also ganz normale Eisenbarren, 5 Leder und 4 Holz. Und von dem her ist es natürlich ein sehr, sehr günstiger Machetenersatz. So, schauen wir erstmal, wo wir eine Ecke haben. Weil das Begrüßungskommando kommt ja normalerweise auch gleich gestürmt. Ah, hier oben haben wir eine Ecke, sehr schön, nach oben. Gut, dann kann ich mich von hier aus vorarbeiten. War ein bisschen sneaky hier, ein bisschen sneaky by the way. Boah, Alter, das Ding schnitzelt vielleicht was los. Mega geil.
So, kümmern wir uns hier gleich mal um die nächsten Experten. Gut, der Wanderzombie, der ist jetzt natürlich mit 66 Sneak-Schaden, was ihr gerade gesehen habt, natürlich überhaupt kein Problem. Sneaken wir ihn hier auch gleich noch weg. Ja. Nehmen wir natürlich mit. Ach komm, wir gucken gleich mal in die Kiste, nur mal so zum Spaß. Wenigstens die Kisten können wir mal in einen Blick rein riskieren, ne? Oh, Golfschläger, Kleber, Klebeband, alles nettes Zeug. Und wir schnitzeln. So, da haben wir gleich die nächste Kiste, aber auch zwei solche Pappnasen. Einmal ein grauer Wolf. Und einmal ein Wanderzombie. Was ist denn hier heute los? Schauen wir mal, was wir hier hinten. Oh, einen schnellen Beißer. Jawohl, jetzt wird es interessant. Habt ihr gesehen, der kam noch nicht mal zum Ausholen. Das Ding ist so ratzefatze schnell. Also, total krass, ne? Wow, habt ihr gesehen? Kritischen Schaden. Erster Schlag 22, ganz normal. Und dann kritischer Schaden 28. Also wenn ihr dann quasi den Crit-Schaden kriegt, dann macht ihr mal quasi gerade mal 2 Punkte weniger wie eine Standard-Machete. Also das ist schon mega, ne? Muss man ja mal so sagen. So, sneaken wir hier noch ein bisschen rum. Wenn wir uns das Raint hier auch gleich noch, oh, da kommt irgendeine Kackfratze kommt hier gewackelt. Na komm, mein Freund. Komm zu Papa. Komm, Mietz, 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 Mietz. So, haben wir den auch gleich noch geschnitzelt. Und ihr müsst mal darauf achten, wie oft der kritische Schaden kommt. Das ist nicht ohne, muss ich sagen. So. Da kommt schon der. Oha, der erste Giftspeier. Ja. Komm mal mit. Kollege Schnürschuh, komm mal mit. Ich habe da eine Ecke für dich. In der Ecke darfst du sterben. So. Haben wir den Kollegen erstmal zum Auslagern, dass wir unser Inventar wieder freikriegen. So, und jetzt gehen wir halt mal hier gucken, wo hier ein bisschen was los ist, ne? Aha. Zack, der Wolf mit 2 Schlägen. Wohin? Einmal konnte er zubeißen. So, wir haben wir die nächsten 2 Hackfressen. Einmal frei. Haben wir die 2 auch schon. Na, ich wollte gerade sagen. Sah gerade so aus, als wenn der Boden vibriert und der Sheriff sich blicken lässt, aber heute mal nicht. Hier. Giftspeier. Halalalala. Also ihr seht schon, bevor er zum Spucken kommt, war er breit. Normalerweise benutze ich ja bei den Giftspeiern immer die Taktik, einmal zuschlagen, eine viertelste halbe Runde um ihn rumlaufen und dann wieder zuschlagen. Aber dieses Hackebeil ist zur Hölle nochmal so schnell, dass ihr das quasi fast gar nicht mehr nötig habt. Müsst nur beobachten. Oh, hier kommt wieder einer. Hallo, Kollege Schnürschuh. Was hast du denn hier vor? Wolltest du meine Rüstung ruinieren oder was? So, da haben wir den nächsten von diesen Tropfbiergesichtern. Schleichen wir uns mal ran.
Habt ihr gesehen, wenn ihr euch anschleicht, hat auch der schnelle Beißer noch nicht mal die Chance, einmal zuzuhauen. Aha. Captain Schnürschuh hat schon wieder Durst und Hunger. Ist natürlich gerade mal. Müssen wir ihm halt erstmal schnell versorgen. Schauen wir mal an unsere Leiche, was wir so Schönes gefunden haben, weil unsere drei Karotten können. Oh, was? Hey, Kollege, was hast denn du hier vor? Ja, was wolltest du jetzt hier, hä? Kollege Schnürschuh? Komm, geh stiften, hau ab. Hab keine Zeit für dich heute. So, trinken wir das Gesöff unserer Wahl. Machen wir unser Inventar gleich wieder leer und dann. Oh, hier. Guck mal, fleischfrei Haus, einwandfrei. Den Hund lassen wir hier liegen, den kann ich dann später gebrauchen, wenn ich das Zeug hier alles abfarme. So, da haben wir wieder ein kleines Tierchen. Mensch, ich frag mich gerade bloß, wo der Kollege Blubber Bernd steht. Vielleicht hat er auch seinen fetten Bruder Hüpfburg Bodo im Gebäck. Die hat man noch gar nicht gesehen, ne? Wäre mal interessant zu sehen, wie sich dieses Hackmesser gegen etwas größere Typen schlägt. Schau, da haben wir doch schon. Ah, guck hier, typisch zu erkennen. Das ist Kollege Blubber Bernd. Der steht nämlich immer so wohlwollend da und meint, er weiß immer alles am besten. Zack, zack, zack. Habt ihr gesehen, da kam gleich zweimal hintereinander der kritische Schaden. Zweimal 28. Da war er schon wieder. Also ihr seht, der kritische Schaden von 28, der dann ja quasi mit 28 Grad nahezu an eine Machete heranreicht, kommt relativ oft. So, hier machen wir. Ach so, da hat man ja gerade. Gut. Hab gedacht, wir basteln uns mal schnell einen Verband. Gut, hier haben wir auch noch so ein Tropfbiergesicht. Ach, hier wieder so einer. Geh ja fort, du Kollege. Die Bäume will ich fällen, nicht du. So, ja, ne? Also ihr seht, das bisschen Rüstung hat gereicht. Und ja, das gelbe Gebiet. Wir können jetzt hier noch mal ein paar Runden ziehen. Ich würde sagen, hier lebt nichts mehr, ne? Ist leider traurig. Und wir haben ein Viertel wird mir hier noch angezeigt im Inventar. Und hier seht ihr, es ist noch etwas über. Oh, hier kommt er. Hallo Onyx, was bist denn du für ein Tropfbiergesicht? So eine arme Sau. Und schon tot. So, mit dem Leben würde ich mir jetzt auch keine Gedanken machen, weil hier in dem Gebiet wachsen genug Beeren. Also ich habe bis jetzt ein Karottengericht verbraucht. Weiß ja nur weiß Gott nicht vieles. Wenn man sich ein paar Beeren einhaut, wäre das auch wieder erledigt. Ja gut, wie ihr seht, das Gebiet ist leer. Verbraucht haben wir nicht viel. Ihr habt gesehen, die Rüstung war jetzt von Haus aus nicht viel wert. Und sie hat aber trotzdem gereicht. Also dieses Hackmesser, dieses voll aufgemotzte Hackmesser, muss ich sagen, hat's schon so seine Vorteile. Also Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video und das Hackmesser. Dieses voll aufgemotzte, muss ich sagen, sieht sehr geil aus. Also, wenn ihr eine sparsame Waffe wollt und dann macht euch das, versucht die Blaupausen für das Hackmesser oder Fleischerbeil, wie ich es ich gern nenne, zu finden und dann motzt euch das auf und dann, ihr seht schon, das geht mächtig ab. Also Leute,
Ciao dabei, wir sehen uns im nächsten Video.